Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Potion Pyramid. So, ich habe die Aufgabe erledigt, habe das weiße Fleisch abgegeben. Und ja, ich habe halt viel zu tun. Wenn du nichts Dringendes hast, dann geh bitte. Ja. Irgendwann sind wir Freunde, mein Lieber. Wie gefällt dir der Aufenthalt? Ja, ich finde es super. Martha, meine Hübsche. Hast du uns? Ja, hab ich. Dass wir so wenig befreundet sind. Dein Geschenk bedeutet mir viel. Das freut mich sehr zu hören. Warum schaust du mich so an? Ja, einfach nur so. Das machen Freunde so. Die schauen sich halt gerne einfach mal nur stundenlang an. Okay, Tür ist verschlossen. Die Zeit lassen wir aber nicht sinnlos verstreichen. Nein. Wir werden in den Wald gehen. Oder was ist denn im Wald? In den Wiesengrund. Und gleich mal Ressourcen sammeln. Manche Tierarten haben ein Rüstungssymbol über sich. Solange du ihre Rüstung nicht vorher zerstörst, wirst du diesen Tieren keinen Schaden zufügen können. Um ihre Rüstung kurzzeitig zu zerstören, musst du einige Male mit dem Hammer draufhauen. Au. Oh mein Gott, das ist ja schon gewalttätig, was wir hier machen. Ach, das arme Tier. Mensch. Muss das sein? Naja, alles zum Wohle der Menschen in Mondburg. Oh Gott. Ey, es gibt so viel Stein. Das ist Wahnsinn. Oh Gott. Au. Wieder ein bisschen Gürteltierschale. Ja, ein bisschen Holz. Sehr gut. Oh Gott. Ich will auch gerne so viel Holz bekommen. Aber das ist so verdammt selten. Oder es gibt hier irgendwo einen richtig guten Baum. Den nehmen wir mit. Das ist ja hier. Wir müssen mal runtergehen. Ich muss unbedingt mal runtergehen. Hier unten die Region erkunden. Huch, Schleim, Vorsicht. Aber ich komme gar nicht weiter, stimmt? Ich komme gar nicht weiter runter. Ich muss. Ja, wie komme ich denn darüber? Ah, doch. Warte mal. Weißt du, ich war hier gewesen und habe das nicht gesehen. Ups. Ich möchte jetzt nicht gegen das Tier kämpfen. Ich möchte nur diese Kamille haben. Oder Mutterkraut. Mir egal. Ich nehme alles mit. Oha. Ich habe schon wieder ein dickes Insekt hier. Au. Käferbein. Na lecker. Genau das ist der Grund, warum ich hierher komme. Wegen einem Käferbein. Oh nein. Ich
Ich will noch bloß gucken, ob es hier irgendwo einen besonderen Boden gibt. Gibt's nicht. Und Nala hat Hunger. Okay. Nala? Du kriegst jetzt erstmal was zu fressen. Wie sieht's denn eigentlich aus mit... Ach, hier. Komm, kriegst einen Apfelsaft. Ja, supi. Dann streicheln. Und jetzt in die Kirche. Wir müssen Geld verdienen. Ich hätte gerne ein schnelleres Fortbewegungsmittel. Ich finde es gut, dass wir Schnellreise machen können. Aber schneller von A nach B zu Fuß. Irgendwelche Rollerblades oder so. Das wäre auch cool. So. Presse 10 Säcke. Ich glaube, das war nur A drücken, ne? Super. Oder auch nicht super. Hi. Hallo, ich bin Schwester Cecilia. Oder Cecilia? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass du Mundgemeinde nicht besonders angetan ist von dir. Keine Sorge, unsere Küche steht immer allen offen. Das ist so lieb von euch. Liebe Götter, erbarmt euch, in unserem Namen werde ich... Oh, entschuldige, ich habe dich nicht gesehen, Steve. Ich habe nur ein wenig Hymne einstudiert. So, haben wir auch hier mal wieder ein bisschen Freundschaft geschlossen. Nur auf Innerlicht vertieft. So, dann gehen wir nochmal ins Polizeirevier. Ja, entschuldige, ich will... nicht dazwischen funken, aber ich muss trotzdem kurz mit euch beiden reden. Einfach nur, um die Freundschaft zu festigen. So. Diesmal mache ich mal ein bisschen entspannter. Nö, bleib bei dem Geld. Okay, naja, von mir aus. Oh, damit ist der Tag auch schon wieder fast rum. Und hier komme ich nicht mehr rein, Tür ist verschlossen. Hallo Steve, wie geht's dir heute? Und mit dem muss ich auch noch sprechen. Oh nein, jetzt ist die wieder bockig. Hallo, komm her. Oh, jetzt ist die so bockig, dass ich nicht mal mehr reden kann mit ihr. Ist ja der Wahnsinn. Oh, hier komme ich nicht rein. Toll. Bis 15 Uhr. Also irgendwann habe ich den Dreh raus, welchen Ablauf ich hier gehen muss. Um dich alles richtig zu koordinieren. Donnerstag ist geschlossen. Na gut. Viel Energie haben wir nicht. Aber wir können wieder ein paar Kräuter holen. Und jetzt das ganze Gänseblümchen und Melisse. Vor allem Melisse. Von der Melisse habe ich gar nichts mehr. Komm, Wawa. Holen wir mal die Melisse von da oben. Nee, das Weiße brauche ich doch, oder? Ja, doch, ich brauche das Weiße, nicht das. Nervige Insekten. Ah, okay. Mach mal alles. Mach mal alles noch. Du musst doch noch irgendwo.
Ach, hier hinten war das, genau. Mist, das war's. Mit der Energie. Gut, dann gehen wir ins Bett. Oh, wir haben mal wieder einen Patienten. Auf einer Art sehr gut. Dann eine Art, oh, nicht schön. Oh, was ist du? Oh, hallo. Hallo, Steve. Ich sehe mir gerade unser neuestes Werk an. Hier, schau mal. Was ist das? Also, sieh dir an, was wir hier haben. Ja? Wir haben uns mit Maya zusammengetan und diese Kiste für dich gemacht. Es ist eine sogenannte Fernverkaufskiste. Wenn du mehr Tränke brauchst, als du brauchst, kannst du einige verkaufen, indem du sie in diese Kiste tust. Unser Kurier wird sie dann abholen. Ach mein Gott, ist das süß. Ein Piepmatz. Ein Vögelchen. Und damit meine ich diesen kleinen Kerl hier. Er holt die Tränke ab und bringt sie zum Alchemistenrat. Er kommt jeden Tag, um nachzusehen, ob etwas in der Fernverkaufskiste ist. Und zwar pünktlich um 17 Uhr. Also achte darauf, deine überzähligen Tränke vorher darin zu hinterlassen, ja? Okay, das mache ich. Mach dir keine Sorgen, wir kaufen dir alle Tränke ab, die du in die Kiste tust. Ich hoffe, dieses Arrangement hilft dir bei deiner Mission. Ja, danke. Cool. Öffnen. Oh, mach mal einen rein. Geil, wir können endlich Tränke verkaufen. Damit kriegen wir ja noch schneller besser Geld. Oh, ist das cool. Oh nein, Mensch, ich habe gestern mit ihr geredet. Was hast du? Ich habe ein seltsames Gefühl. Rechter Unterarm. Ich habe ein... Was ist... Ich darf nicht mehr mit den Leuten reden. Ausschlag. Okay, das kennen wir zum Beispiel noch gar nicht. Aber es geht, es geht, es geht. Zeig mal her, was hast denn du an dem rechten Unterarm? Feuchte Flecken. Oh, wir brauchen Sonnentropfen und entspannter Balsam. Bleib liegen, ich besorg dir alles. Ich fühle mich gerade schlecht, wir haben noch vor kurzem mit ihr geredet. Entspannter. Ja, genau, das brauchen wir. Hier, dann machen wir das rein. Oh, wir haben ja reichlich davon. Schleimis. Und Feuer müssten wir... Ah, warte mal, habe ich irgendwas anderes? Ja, hier. Wunderbar. Fertige dreimal zum Freischalten. Was auch immer, bestimmt. Sowas wie Massenproduktion oder so. So, und jetzt Sonnentropfen. Wunderbar. So, dann werden wir der lieben Susse hier helfen. Was willst du mit meinem Hund? Guter Junge. Das ist ein Mädchen. Hallo, Steve. Ich bin gerade spazieren gegangen und habe Nala zufällig hier getroffen. Hast du gesehen, was er gerade gemacht hat? Was sie gemacht hat, bitte.
Sie wird immer cleverer, nicht wahr? Na la. Ich hoffe wirklich, dass du dich weiter so bemühst, Steve. Je näher du deinen treuen Begleiter kommst, desto schlauer wird sie. Vielleicht wird sie eines Tages in meiner Einheit als wachend eingesetzt. Wer weiß, wir sehen uns. Das nächste Mal spielen wir wieder zusammen, ja? Oh, ist ja doch schon ein guter Kerl. Er muss es bloß langsam mal verstehen, dass mein Hund ein Mädchen ist. Und kein Er. So. Schwupp. Okay, super. Behandlung abgeschlossen. Unseren Göttern, dass du dich gut um mich kümmerst. Es geht mir viel besser. Danke. Vertrauen gestiegen. Yeah. Wir sind so gut. Finde ich, dass wir ziemlich gut sind. So, okay. Huch. Ach, jetzt bin ich ins Mikro gestoßen. Entschuldigung. Oh, jetzt habe ich wieder alles. So. Okay. Wie war der Werdegang? Richtig. Erst einmal Rathaus. Gucken, ob wir irgendwie an Geld kommen können. Aber ich finde, das Geld sieht eigentlich recht gut aus. Wir könnten langsam mal... Oh. Oh, was hast du, Victor? Käfer, da fragst du den Richtigen. Komm mit. Entschuldige die Unordnung. Oh Mann, ich muss das wirklich aufräumen, bevor Cecilia das mitbekommt. Hä? Hast du etwas Interessantes geweckt? Hat es etwa dein Interesse geweckt? Ja, genau diese Käfer sind im Wald und machen Pflanzen kaputt. Sind das Frostmilben? Darf ich mal sehen? Meine Güte! Also gibt es auf dieser Insel tatsächlich Frostmilben? Sie sind parasitär, aber sie gelten auch als vom Aussterben bedrohte Art. Ja, aber die Pflanzen auch. Bitte töte sie nicht! Du kannst mein unschädliches Insektenschutzmittel verwenden, wenn du sie vertreiben willst. Bitteschön. Ich weiß... Da ist nicht viel drin, aber du kannst doch sicher etwas Ähnliches herstellen, oder nicht? Wenn du sie damit besprühst, suchen sie das Weite, ganz sicher. Ach und... Darf ich dieses Exemplar behalten? Ich hätte so gern eine echte Frostmilbe anstatt einer Nachbildung. Natürlich, bitte sehr. Aber denk dran, die sind vom Aussterben bedroht. Oh, danke. Manche Arten von Tränken können nur durch Forschung entdeckt werden. Um die Forschung zu beginnen, geht zum Forschungstisch, der sich im Haus der Tränke befindet. Ja, ich war gerade etwas verwirrt von diesem Haus. Es sah ziemlich strange aus. Aber okay, gut, das ist erledigt. Haben wir hier ein schwarzes Brett? Nö, zurzeit will hier niemand. Kips, sprechen, miau. An. Wir können uns sogar mit der Katze anfreunden. Sie macht sich gerade die Fingernägel. Mir gefällt sehr gut in der Stadt, danke. Oh je. Hey, Steve? Hm? Hast du Zeit, mir mit den Paketen zu helfen? Pakete? Ich habe eine Menge Pakete, die heute noch raus sollen. Ich bräuchte jemanden, der mir beim Einpacken der Ware hilft. Wärst du vielleicht so nett? Oh, natürlich. Das hört man gern. Siehst du die Tafel da am Eingang? Ja. Trag
trag dich bitte da ein, wenn du mir hier helfen möchtest. Ich bezahle dich auch dafür. Ja, ohne hätte ich das gut nicht gemacht, aber danke. Gut, aber mein Hauptmerkmal liegt erstmal hier. So, es wurde berichtet, dass sich seit einiger Zeit ein Schwarm wilder Bienen in der Stadt herumtreiben. Die Mondbockgemeinde sucht nach Freiwilligen, die diese wilden Bienenstöcke loswerden. Das nehme ich an. Ja, also vom Prinzip her reden sie ja immer das Gleiche. Pachimigini, wie kann ich dir helfen? Ich bin Xiao und organisiere alle Anfragen der Gemeinde. Ich kann dir helfen und sie vor dem Rathaus aushängen. Alles gut. Prüfen. Ja. Dieses besondere Minispiel kann während deines Nebenjobs im Postamt gespielt werden. Das Ziel dieses Minijobs ist es, so viele Ware wie möglich zu verpacken. Wenn du beim Packen einer Box einen Fehler machst, musst du es nochmal machen. Okay, das geht. Das ist einfach. Supi! Und wieder Geld verdient. Aber Bienenstöcke. Woran würde ich denn jetzt Bienenstöcke erkennen? Kannst du mir das sagen? Oh, meine Haare. Ja, wunderschön sehen sie aus. Ich hätte gedacht, hier in den hintersten Winkeln, dass es hier irgendwo ein paar Bienenstöckchen gibt. Irgendwie gibt es immer so einen Obdachlosen in jedem Spiel. Hä? Stardew Valley gab es schon. Jetzt gibt es hier den guten. Bauen und einrichten. Ich bin neugierig. Okay. Verstehe, warum ich so viel Stein bekomme. Bienenstöcke. Anders Haus. Habt ihr hier Bienenstock? Nein. Ah, guck mal, jetzt wird es auf der Karte angezeigt. Okay, okay, okay. Da ganz oben. Na, ey, gut. 300 Gold, das müssen wir machen. Bleibt ein Standriss übrig. Na, meine kleine Schwester, nein. Sie sind ziemlich Energiebündel. Oh, schön. Oh, das geht ja. Das war ja super. Dafür 300 Gold? Das war ja leicht verdientes Geld. Oh nein. Schon wieder Hunger. Wie sieht's eigentlich mit Mais aus? Schmeckt dir Mais gut? Oh, geht schon. So, streicheln. So, wo war jetzt Shop der Herzglutschmiede? Jupp. Da will ich jetzt mal rein. Oh, erstmal müssen wir nochmal in Ruhe reden. Und wir geben mir ein Geschenk. Wow, es gefällt mir wirklich sehr. Super. Also, wenn ich mir wirklich eine Herzdame aussuchen dürfte, da bin ich mir noch sehr unentschlossen. Die Tür ist beschlossen. Verdammt. Weil ich mag Roy, ich mag Martha und ich mag aber auch die Piratin. Nein! Wo? Oh, nö, komm. Weil heute Freitag ist, ist der Laden schon wieder zu, oder was?
Ist es deswegen? Oh, Freitag geschlossen. Oh, heute darfst du keine Sachen upgraden. Mann, na, was soll ich denn heute sonst noch machen? Weil Geld, finde ich, läuft gerade gut. Wir gehen einfach hier runter. Wir gucken uns jetzt einfach weiter hier unten um. Au. Oh Gott. Ich finde das trotzdem böse, wenn die sich dann so auf den Rücken schmeißen und sich nicht mehr wehren können. Ich weiß nicht, Käferchen finde ich okay. Also, das stört mich nicht ganz so. Aber so die Gürteltiere, ich finde das schon irgendwie gemein. So. Ja, jetzt müssen wir Holz mitnehmen. Käfer, du bleibst entspannt, wa? Solange ich euch nicht angreife, bleibt ihr alle entspannt. Außer du. Ja, du bist extrem. Oh! Geh weg! Ha! Zwei Fliegen mit einer Klappe. Hihihihihihihi. Voll ausgewicht. Super. Okay, es geht mit Holz. Es geht. Aber Stein ist trotzdem irgendwie besser. Oder mehr. Sagen wir mal, wir kriegen mehr. 105. Ach, es ist 17 Uhr. Ah, verstehe. Der Vogel hat einen Trank geholt. Sammeln. Wiesengrundexperimenttag 26. Die Bewohner stehen uns offenbar sehr wohlwollend gegenüber. Wir sammeln Proben und stecken das Land für unsere Experimente ab. Wir haben den Boden mit einigen Chemikalien versetzt und beobachten derzeit, wie sich darauf auswirken. Okay. Unser Gerät zeichnet zwar einige kleinere Anomalien auf, aber wir erwarten keine Probleme. Für unser Alchemie-Genie ist das nichts Besonderes. Mhm. Ich hätte gern ein Schwert. Irgendwie eine Waffe, um nicht mit den Werkzeugen dagegen kämpfen zu müssen. Okay, Holz läuft. Das funktioniert. So. Da oben links sehe ich ja einen Wegpunkt, den werden wir auch aktivieren, dass wir hier immer wieder schnell hinkommen. Reisepunkt freigeschalten. Huch, was ist denn jetzt schon wieder? Oh, was ist... Ach, ich sehe schon, was das sein kann. Steve, was machst du hier? Dieses Gebiet ist nicht zugänglich. Du solltest nicht hier sein, die Gegend hat ihre Gefahren. Ist das von den alten Alchemie-Genie? Oh, diese Ablagerung hier. Nun, dieser Bereich hier war schon damit bedeckt, als ich damals als Ranger angefangen habe. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht viel darüber. Wie wäre es, wenn du Maya danach fragst? Ja, mach ich. Sprich mit Maya. Also langsam müssen wir wirklich mit Maya reden. So. Ich habe jetzt 180 Steine. Jetzt bin ich mal interessiert, wie viel ich bekomme. Oh, 22 Steine. Okay. Kann das dieser hübsche rote Baum auch bieten, nachdem ich hier erstmal die Pflanze mitgenommen habe? Lavendel. Boah.
Oh ja. Oh ja, das konnte er. Den nehmen wir noch mit. Ja, es hat gereicht. Gott sei Dank. So, gut, reicht zu. Wir haben genug Ressourcen. Wir können morgen die Axt verbessern. Ich hoffe, sie ist dann nicht weg. Wie bei manchen anderen Spielen, wo das dann so ein, zwei Tage dauert. Aber ich bin soweit erstmal zufrieden. Bienenstock haben wir erledigt. Ach, hier, stimmt. Das müssen wir ja noch machen. Forschen. Nerviges Insektenmittel. Das Ziel dieses Minispiels ist es, die richtigen Elementarkomponenten für die gegebenen Fächer zu finden. Sobald jedes Fach perfekt zugeordnet wurde, ist die Forschung abgeschlossen. Okay, Feuer, Feuer. Ach so. So, okay. Forschung abgeschlossen. Rezept freigeschalten. Frostmilbenabwehrmittel. Ein Gemisch, das Frostmilben vertreiben kann, ohne ihnen oder der Umwelt zu schaden. Das klingt doch gut. Nee, warte mal. Wir machen das mal anders. So. So. Habe ich die andere Seite auch? Nicht so, wie ich es gerne hätte. Also das hier bloß andersrum. Ach, ich habe eins, aber ich bin immer so geizig, wisst ihr das? Warum muss ich immer so geizig sein? Nee, das passt doch gar nicht. Ja. Warte mal, ich könnte auch den Lavendel nehmen. Mach dies dann rein. Und dann noch eins davon. Und dann haben wir ein Frostmilbenabwehrmittel. Weil mehr passt eh nicht in den Kessel. Jawoll! Und dann können wir morgen die Frostmilben abwehren. Und dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen bei euch und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn dem so sein sollte, lieben gerne ein Däumchen da lassen. Ich würde mich sehr freuen und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, ein Abo, das wäre mega nice. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Macht's gut, ich wünsche euch was. Bye, bye.